Themato im holländischen Berkel in Rodenreis hat sich beim Umweltschutz einen Namen gemacht. Denn Themato beschäftigt sich bereits seit mehreren Jahren intensiv mit der nachhaltigen Kultur von Pflaumentomaten. Im Jahr 2003 startete Themato als erster niederländischer Betrieb ein geschlossenes Gewächshaussystem. Das geschlossene Gewächshaus hat ein komplett gesteuertes und konditioniertes Innenklima, das von den äußeren Bedingungen unabhängig ist. Inzwischen hat Themato seinen Betrieb in einen offenen und einen geschlossenen Gewächshausbereich aufgeteilt. Die im geschlossenen Gewächshausbereich entstehende Restwärme wird zur Beheizung des offenen Bereichs genutzt. Die Vorteile des geschlossenen Gewächshauses sind ein 20% höherer Anbauertrag, ein geringerer Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Wiederverwendung von Kondensationswasser. Themato sucht kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten zur Optimierung des Energieinputs. Seit einigen Jahren arbeitet Themato im offenen Gewächshausbereich mit Außenluftdosierung zur Belüftung der Pflanzen von unten. Bei diesem Verfahren wird die Außenluft zunächst erwärmt und dann ins Gewächshaus geleitet, wo sie dann zirkuliert. Dieses System trägt zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Der gesamte Strom- und Gasverbrauch bei Themato ist insgesamt sehr niedrig. Im Vergleich zum herkömmlichen Tomatenanbau erzielt der gesamte Betrieb eine Energieeinsparung sowie eine Senkung der CO2-Emission um jeweils 50%.